herzlich willkommen zurück zu FIFA 16, heute gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Und wie immer in der Bundesliga eigentlich die B-Mannschaft. Unsere nächsten Spiele werden sein, also jetzt das kommende Spiel wird gegen Hoffenheim sein, ein Bundesligaspiel. Danach das deutsche Pokalfinale vom deutschen Pokal gegen Hannover 96. Und danach schon das Champions Cup Finale gegen Chelsea. Hier haben wir schon das erste Tor. In dieser Szene zeigt er all sein Können, den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Ja. Ich würde sagen, weiter. 4 Minuten gespielt und der Ball ist das erste Mal im Tor. Frankie ist jetzt gerade nicht da. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das ist immer ganz schön. Sein Gelaber nicht zu hören. Dahoud. Amons. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Und damit ist der Ball weg. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Branimir Gota. Tolle Aktion vom Tor. Über die Tor. Ja gut, ich habe mal einen Schuss aus der Distanz versucht. Dass es nicht zu 100% klappt, war mir auf irgendeiner Seite klar. Aber hey, war immer eine Ecke, die ich dadurch rausgeholt habe. Piszczek. Wird das seine Torchance? Er geht abseits. Nun Piszczek. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wendt. Das wird gefährlich. Ein guter Kopfball. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Ja, zweites Tor von Kapun. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Schwierig. Von links zirkelt er da den Ball. Zumindest im Real. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, die man hier nochmal deutlich erkennt. Wenn Frank bis zur zweiten Halbzeit nicht da ist, werde ich auch nicht die spielen. Christensen. Ich denke mal, das Spiel gegen seinen Club wird er sich nicht entgehen lassen, deswegen gehe ich mal stark vor. Und da quert er ganz fantastisch. Einwurf für den BVB. Shinji Kagawa jetzt. Weigel. Brandenburger. Kagawa. Wendt. Jo, ich hab die Tür. Und da ist Frank schon wieder auf dem Weg nach oben. Kagawa. Nur Mkhitaryan. Klimmt mit der Schlüssel. Sehr gut reingespielt. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Und Ecke.
Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir Piszczek Tor, er macht ihn mit dem Kopf. 2-1, hier ist noch alles drin. 2-2. Dann haben sie den Ding verfehlt. Wo du reinkamst. Unprofessionell, der Kabel zu lassen. Ich finde, er muss noch den Reifen. Der Angriff im Keim erstickt. Das wird ein Eckball geben. Ja, riecht jetzt der Marsch in der Nacht. Ach, von der Frisch zu voll noch Reis drin. Volley genommen. Rani Kidira. Und so wird das nicht. Den hält der Torwart natürlich. Ich würde nur das Reis drin. Ja, und Bonmann. Weil mit Bonmann wäre das nicht passiert. Vegetaria. Vielleicht hast du das drin. Nope. Komplette B-Mannschaft. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie holen sich den Ball. Gut Druck gemacht. Jetzt gibt es Einwurf. So. Der Ball kommt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ball im Aus. Gibt Ecke. Gute Gelegenheit. Und jetzt gehen wir an. Subotic. Gündoğan am Ball. Da haben wir ihn. Er schießt. Ein fantastischer Treffer. Läuft jetzt. Das ist eigentlich schon mal gewonnen, dass das gekommen wäre, von einem anderen zu kommen. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt. Ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. 3-1 heißt es also jetzt. Und Marquinhos. Subotic. Dahoud. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Ich stehe mit beiden verdammt Tor. Guter Volley-Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da kommt der Schuss. Den Bonner. Weigel. Piszczek. Und Piszczek. Vier Treffer nach 45 Minuten. Ja, genau richtig. Mach dein Team platt. Diesmal sollte mit Vorlieben. Weil wenn ich jetzt nicht spielen darf, dann das darf ich es wenigstens. Das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Auch im zweiten Durchgang regnet es. Also, glaubst, tolle Flanke. Das Kryptonit. Super Flanke. Und das ist ein Ball für den Torhüter. Gar kein Problem. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Flanke kommt, wird das eine Chance? Schade. Wäre schön gewesen, ne? Eine super Leistung. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Ah, oh, da geht er vorbei. Jetzt schießt er. Und das Tor. Hat er gedacht. Hat er gedacht. Und da macht er sein zweites Tor. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Und die Liverpool hat ja auch beide verläuft. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Wandowski. Und da kommt er an den Ball. Kagawa. Nein, ich weiß nicht.
Die Gäste werden wechseln. Krasse Taktik bei dem zweiten Spiel. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Das kannst du dir nicht erklären, dass im zweiten Durchgang Liverpool auch immer so stark war. Guter Körpereinsatz hier. Und jetzt ein Schuss. Er versucht es einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine... Obwohl er solche Dinger immer wieder versucht. Ja. Bester Kopfball ever, Kollege. Fischcheck. Kommt jetzt die Flanke. Schuss. Der Ball geht an die Latte. Aber hier sind mit allem anderen drin rum. Da fängt er die Flanke ab. Und wieder ein Weidenfeller. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Nur Marquinhos. Arons. Das war einfach. Und er hat den Ball. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Na, das klingt doch vielversprechend. Ich freue mich drauf. Gleich wird hier gewechselt. Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Branimir Goda. Er zieht ab. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Da kann er sich den Ball holen. Geht er rein? Den hält er super. Und das gibt schon wieder Ecke. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Ibrahima Traoré! Da passt es heute auf! Was für eine Rakete! Kannst du glauben, dass Weidenfeller da rankam? Guck mal! Wom, Alter! Was? Ey, der ist mit dem Speed dahin geflogen, das ist der Wahnsinn! Ich hab den sowas von drin gesehen! Okay... Werner! Guter Versuch! Werner!
Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Da hat alles gepasst. Ein toller Treffer. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Das ist ja wirklich mal selten, wenn man zwei Gegentreffer bekommt. Ne? Also in einigen Spielen, das dritte Spiel kriegen wir einen Gegentreffer rein. So, aber natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Rein bekommen, das ist echt selten. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Ja. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Paul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und jetzt der Schuss! Phänomenal! Ohne Worte! Für den Sieg ist man gerade ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt kurz vor Schluss machen sie weiter da. Einfach gnadenlos. Okay, ich kann Fußball spielen, nicht nur zocken. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Es wird wohl heute. Es wird noch irgendeine Option für Dortmund geben. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Einwurf für den BVB. Nur Mkhitaryan. Schöne Flanke. Oh, das ist 8-1, machen wir das 8-1. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Vladimir Nosa. Da passt der Klasse auf. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. So wie nach sollte. Der Ecke kommt er mit dem Fuß dran und die Kugel ist drin. Super gemacht. Der Gegner noch und trotzdem. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Nuri Sahin aber. Die Partie war schon gelaufen, bevor sie begonnen hat. Kagawa. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Ibrahima Traoré. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und nun ein Schuss. Und wieder gibt's eine Ecke. Werner. Da musste der Torhüter nicht eingreifen. Der Verteidiger hat geklärt. Ein einseitiges Spiel heute, aber gut, so ist das. Bei einem Team irgendwie alles klappt und bei den anderen herzlich wenig zusammenkommt. Echte Liebe gibt's halt nur beim BVB. Was lachst du so? Fick dich. Ach, er ist ja dasselbe. Und damit verabschieden wir uns. Kollege. Und damit verabschieden wir uns für diesen Part von FIFA. Du darfst die Aufnahme beenden. Okay. Weil du näher dran sitzt. Tschüss.